Hallo, liebe Shisha-Freunde, wir beide haben heute mal wieder einen neuen Tag für euch auf meinem Kanal. ND630, Tonkopf, Kaminaufsatz, 3 Black Coco-Kohlen und ja, wir haben heute mal wieder eine neue Tabakmarke auf meinem Kanal und zwar haben wir heute den Smoking Ace Flow Me Up. Übrigens habt ihr ja gesagt, ihr findet die Position besser, deswegen werden jetzt die meisten Videos aus der Position kommen. Ich denke mal einfach. Macht sich auch vom Rauch besser, bis ich da hinten an der Wand irgendwas gefunden habe, was ich da machen kann. Aber ich lasse mir Zeit, Freunde. Also, wir haben Flow Me Up von Smoking Ace. Was soll das Ganze sein, Freunde? Mango Juice mit Zitrone und einer süßen Melone habe ich rausgefunden. Ich kann mich nicht erinnern, als ich den Tabak damals auf der Messe gekauft habe. Der Stand war gegenüber vom YouTuber-Stand. Der war dann so ein Barbrett, also so fast hoch wie eine Bar. Nur ein Stück höher, naja, ein Stück tiefer eigentlich eher. Also so, ich sag mal, Gürtellinien hoch, da standen eine Menge Pfeifen und da stand unten immer so ein Klebezettel, was wo drin ist. Ich glaube, 6 Sorten gab es. Und ich wusste einen nämlich mit. Ich habe alle einmal so gezogen und bei dem dachte ich mir so, ja, der schmeckt gar nicht scheiße und ich habe ihn mitgenommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Melone stand. Kann ich mich echt nicht dran erinnern. Als ich den zu Hause hatte, dachte ich mir nämlich, Melone, Melone. Melone, weil ich bin nicht so der Melonenfreund, Freunde. Also bei Tabak. Ansonsten mag ich Melonen zu essen. Ja, es ist so eine Sache bei mir mit Melone. War, welche Melone ist denn hier drin? Eine Honigmelone oder eine Wassermelone? Eine Honigmelone kann auch süß sein, eine Wassermelone kann auch süß sein. Also vom Geruchlichen, also gucken wir uns erstmal den Schnitt an. Ist ein bisschen reingedrückt, nicht wundern. Ist, sage ich mal, ja, relativ normal, mittel bis fein, also mehr mittel. Normaler Schnitt kann man super mit bauen, habe ich keine Probleme mit, sogar mal graue Dosen. Erinnert mich ein bisschen an Social Smoke, irgendwie, oh, bei dem Hersteller sind irgendwie die Dosen anders. Ja, vom Geruch ist das Erste, was man riecht, eine Honigmelone. Im Endeffekt denke ich mal, hätte ich einen anderen mitgenommen, weil Honigmelone ist. Hier ist zwar schon eine Menge raus, muss man sagen, also die halbe Dose ist schon auf jeden Fall leer. Aber Honigmelone ist bei mir so ein, muss nicht unbedingt sein, Freunde, es muss nicht unbedingt sein. Honigmelone ist nicht so mein Fall, weil ich hatte mal einen Start Now Honigmelone und ich glaube, der war einfach zu viel. Seitdem mag ich Honigmelone nicht mehr so zu rauchen. Ja, also hier kommt so eine richtig krasse Honigmelone entgegen, die dominiert eigentlich den ganzen Tabak. Dazu kommt eine leichte Mangonote, so eine ganz, ganz leichte Mango-Juice soll es ja sein, also Mangosaft. Das ist aber mehr eine normale Mango. Aber auch ganz, ganz leicht und eine Zitrone. Habe ich das Gefühl, es ist hier nur so geschmacksträgermäßig, dass es das beides nochmal so ein bisschen verstärkt. Also eine richtig schöne Zitrone rieche ich hier nicht raus. Zitrone wäre das, was mir das Ganze hier gerettet hätte, Mango natürlich auch. Aber Honigmelone ist bei mir. Muss ich leider sagen, nicht mehr so mein Fall. Wie gesagt, mehr Honigmelone mit einem Schuss Mango, sag ich mal. Da ist mir ein bisschen Mango an meine Honigmelone gefallen, sag ich mal dazu. Also schauen wir mal an, wie der Flow Me Up so raucht und wie er schmeckt, Freunde. Warum tut das Ganze ganz normal? Also, da kann ich nichts gegen sagen. Ja, eigentlich fast super der Rauch. Also, hier für mich. Ich weiß nicht, ob man es im Video so sieht, aber ich habe keine Probleme mit. Vom Geschmacklichen muss ich gerade sagen, jetzt bei dem kommt gerade mal eine stärkere Mango fast durch als die Honigmelone. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Dass die Mango stärker ist als die Honigmelone. Sonst habe ich immer nur Honigmelone gehabt. Mit, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich meine Beine gerade machen soll. Mit einem Schuss Mango. Also habe ich immer nur Honigmelone gehabt mit einem Schuss Mango. Hier ist es derzeit so, gerade bei dem Kopf, so wie ich ihn jetzt gebaut habe, hier kommt ein bisschen mehr die Mango durch als die Honigmelone. Aber die Zitrone ist hier so, ja. Ja, ich finde sie nicht. Also ich merke hier keine Zitrone, also keine klassische, schöne, spritzige Zitrone. Ja, jetzt gerade der Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist fast Mango und Honigmelone gleich. Jetzt kann ich ihn wirklich rauchen.
Sonst hätte ich immer gesagt, Honigmelone bei mir so ein Fall. Wenn ich ihn geraucht habe, dann muss ich ein paar, kann ich ein paar Tage nicht rauchen, weil, ja. Honigmelone hat irgendwann einen anstrengenden Geschmack, das ist genauso wie Honigmelone essen. Habe ich einmal eine Honigmelone gegessen. Reicht für die nächsten 10 Jahre, sage ich mal. Ja, es ist ein guter Honigmelonentag mit einem Mango drin, sage ich mal. Es ist ein guter Honigmelonentag mit einer Mango drin. Ich habe schon schlechtere Honigmelone geraucht. Ich finde hier die Honigmelone gar nicht schlecht. Und die Mango kommt auch sehr gut rüber. Ich dachte mir jetzt, unter Mango-Juice was anderes. Aber, ja, es ist irgendwie, wie soll ich sagen, es schmeckt mehr nach einer normalen Mango. Ich dachte, jetzt ist hier irgendwas noch, was das Ganze hier so juice-mäßig übertreibt. Aber es ist mehr eine klassische Mango. Freunde, es ist mehr eine klassische Mango, meiner Meinung nach. Für Honigmelonen, Freunde, auf jeden Fall zu empfehlen. Und ansonsten für Leute, die auf Mango stehen, die mal was anderes mit Mango wollen. Ansonsten, für mich ist es so ein Tabak, ich muss ihn nicht nochmal holen, weil Honigmelone. Aber es ist meine persönliche Meinung. Es ist meine persönliche Meinung, Freunde. Vom preislichen hier sind wir bei 15,90 Euro für 200 Gramm. Das sind ein paar Euro mehr als andere Hersteller. Also 15,90 Euro ist mittlerweile fast, finde ich, ein Standardpreis. Also so 15 bis, ich sag mal 14. Also aufgrund von 14 bis 18 Euro. Das sind Preise, zu denen kann ich alles nicht sagen. Das sind alles gute Preise, wenn der Tabak okay ist. Hier kann ich auch nichts gegen sagen. Es schmeckt gut. Es schmeckt über eine Stunde gut. Also... Und dann verliert er den Geschmack, aber man merkt dann immer noch so etwas. Es ist nicht verkehrt, es ist ein neuer Hersteller, sag ich mal, auf dem Markt. Smoking Ace, also die Smoking-Karten. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, dass da auch oben das Karo-Zeichen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hinten sind ja, ein paar Asse an Ace angelegt. Ne? Es steht ja für Ass. Ja, wie gesagt, Mango-Tabak. Honigmelonen-Tabak mit Mango drin. Ist jetzt von mir so, ja, okay, aber wie gesagt, muss ich nicht immer rauchen, Freunde. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, checkt links in der Beschreibung und sehen wir uns im nächsten Shisha-Video wieder. Bis dann, macht's gut, ich wünsche guten Rauch, liebe Shisha-Freunde.